Es ist ihr erstes Weihnachten in Deutschland. Die Christen Elham und Puyan sind im Herbst aus dem Iran geflohen und leben seit einigen Tagen in ihrer eigenen Wohnung in Marienborn. Noch fehlt es ihnen an Möbeln, jedoch sind die beiden optimistisch, was das angeht. Der Baum und die Weihnachtsdekorationen sind ein Geschenk vom Vermieter. Es ist ein Anfang. Wir haben hier keine Angst. Wir haben hier freie Meinungsäußerung. Es gibt hier Religionsfreiheit, was es im Iran nicht gab. Wir haben keine Angst mehr um unser Leben. Wir leben frei. Im Iran leben ca. 117.000 Christen und sie feiern meist in kleinen Runden. Heute an Heiligabend gehen die beiden aber in die Gemeinschaftsunterkünfte am Hartenberg wieder zurück. Diesmal jedoch, um mit den anderen zu feiern. Zusätzlich haben die Malteser einen besonderen Abend für Jung und Alt organisiert. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Malteser, die in der Flüchtlingsbetreuung aktiv sind, haben sich gemeldet mit Ehrenamt, mit den vielen Aktoren und Künstlerinnen und Künstlern, dass sie alle gemeinsam gesagt haben, wir wollen das mit den Flüchtlingen unsere Weihnachten feiern. Am Abend besuchen die Sängerin Tatjana Karalgina und der Magier Christoph Demian die Menschen unterschiedlichen Glaubens in der Einrichtung am Hartenberg. Der Gedanke, zusammen zu feiern, an diesem Feiertag scheint geglückt zu sein. Es geht nämlich nicht darum, beschenkt zu werden, sondern gemeinsam den Heiligabend zu zelebrieren. Also ich bin heute hier, weil ich bin der festen Überzeugung, dass das Weihnachten bedeutet. Also wenn man sich die Weihnachtsgeschichte anschaut und viele vergessen das und ja, das ist für mich Weihnachten und deshalb bin ich hier. Elham und Puyan sind begeistert. Auch wenn sie im Iran nur in einer kleinen Runde gefeiert haben, ist dieses Treffen ein schöner Start in Deutschland. Uns wurde viel geholfen. Wir wollen jetzt schnell die deutsche Sprache lernen, damit wir all das, was wir bekommen haben, auch dem wieder zurückgeben können. Wir sind hier, wir wollen hier studieren. Wir haben im Iran Probleme mit dem Regime gehabt. Hier möchten wir zeigen, was wir können. Drüben war das nicht möglich. Beim Abschied merkt man, dass sie die Hilfe zu schätzen wissen. Ihren Aufenthalt möchten sie so gut nutzen und nach dem Spracherwerb eventuell etwas komplett anderes studieren als vorher. So wie im Iran werden sie hier mit dem Regime keine Probleme haben.